Ja, servus hier, Tabak- und Pfeifengenießer hier auf YouTube. Sind jetzt gerade wieder zu Hause angekommen von unserem Pfeifentreffen, was wir heute in Fürstenfeldbruck gehabt haben. Und ich kann euch nur sagen, das war wieder eine Gaudi. Eine Gaudi war das. Riesen Spaß gehabt, gell. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die gekommen sind, gell. Der Weiteste, der war aus Osnabrück, gut, der hat den Urlaub da auch gleich ein bisschen mit verbunden, aber gigantisch, gigantisch war das wieder. Vielen Dank auch an die Gebrüder Bosch, gell, die uns wieder so herzlich begrüßt haben und bewirtet haben mit Kaffee in ihren Laden. Es ist dann so ein bisschen voll geworden. Ich glaube, so viel waren wir eigentlich noch nie, insgesamt 24 Leute. Und eigentlich wären wir ja 28 gewesen. Drei haben wegen Krankheit abgesagt, einer war anderweitig verhindert. Aber es war einfach wieder ein Traum, Freunde. Gell? Und ja, was trinke ich denn? Ein schönes Augustiner Oktoberfestbier habe ich da noch. Jetzt einmal Prost auf euch. Und rauchen durch einer der vielen, vielen Proben, den zum Beispiel, glaube ich, hat der Schascha mitgebracht. Gell? Die Gläser, die sind alle stehen geblieben nachher. Und jede Menge Tabak konnte dann jeder mitnehmen, was er wollte, und rauchen sowieso. Auch die Gebrüder Bosch haben wieder jede Menge Proben zur Verfügung gestellt, wo man rauchen hat können, probieren hat können. Und auch viele neue Tabak, die neuen von HU sind da. Und, aber da gibt ein anderes Mal eine Vorstellung, ich glaube, da macht der Angelo was, gell. Ja, was soll ich sagen, ich bin überwältigt immer noch von den vielen, vielen Leuten, die gekommen sind und vor allen Dingen die riesen Gaudi, was wir gehabt haben, gell. Und einer war natürlich da, der hat natürlich wieder einen Vogel abgeschossen, gell, unser Franz Wörst aus Franken, gell. Der kam natürlich wieder in seiner Zimmermannskluft. Jetzt habe ich es nicht mehr richtig gesagt, weil letztes Mal muss ich Drach gesagt haben. Und da haben wir heute einiges anhören müssen, unter anderem. Gell, also der hat da nicht gespart an Kritik an mir. Und, aber alles im spaßigen Bereich, Freunde. Es war einfach herrlich, gell, es war ein Traum. Und ich glaube, ich habe es euch ja schon mit Webs geweckt. Sagt ihr mein Tabak nicht, oder was? Es war, wie gesagt, ein Traum. Und wenn ihr solche Treffen auch bei euch organisieren könnt, macht es, Freunde, einfach gigantisch. Gell? Ja, ich will jetzt da gar nicht lang rumquatschen. Pfeifenstopfer habe ich jetzt drin vergessen, nehme ich mit dem Finger her. Ich zeige euch jetzt das Filmchen. Mal schauen, wie lang das wird, weil wir sicher noch ein bisschen schneiden müssen. Aber es waren so viele Leute da, ich komme ja an den einzelnen Namen gar nicht mehr erinnern. Eine Pfeifenraucherin war da, Sabine aus München, gell. Der Ed mit seinem Bruder aus Fürstenfeldbruck, beziehungsweise der Bruder wohnt nicht in Fürstenfeldbruck. Aber viele neue Gesichter, viele Altbekannten, alte Bekannte und aber wie gesagt, auch viele neue, und es war einfach wieder top. Und an alle Frauen, die diesen Tabaksqualm aushalten müssen, genauso wie bei Evi, gell, weil beim ja, Bosch und dann in Kolbingsheim, da war es das schon ganz schön qualmig in der Bude. Gell. So, jetzt spanne ich noch nicht länger auf die Folter, zeige euch das Video, macht es gut, bis zum nächsten Mal, servus aus Bayern. Ja, und wir sind jetzt auf dem Weg nach Fürstenfeldbruck. Zum Pfeifentreffen. Ich darf Beifahrer spielen, Gott sei Dank. Gell. Ich muss nicht selber fahren und freue mich jetzt so riesig, dann zur Postnetz und gehe mal schauen, gell, wer alles kommt. Von den Anmeldungen her weiß ich ja, wer ungefähr kommt. Und ja, es wird bestimmt ein pfundiger Tag heute. Gell. Also, bis später. Ja, und jetzt sind wir auch schon da. Jetzt schauen wir gleich mal rein, wie er schon da ist.
Einen wunderschönen guten Morgen, Albert. Servus. Sind wir die Ersten? Nein, das heißt die Zweiten, wir warten schon ganz schön lange auf euch. Ziel ist also das Geschehen, dass wir wieder da sein dürfen, gell? Ja, bitte schön. Bei euch. So, dann schauen wir mal hinter. Bist du schon in filmischer Aktion? Ich bin in filmischer Aktion, also, ja. Ich mal grüß Gott, mein Name, servus, habe ich Eri. Servus, grüß dich. Freut mich, dass ihr heute wieder bei uns einmal vorbeischaut. Und ich wünsche euch einen schönen Tag heute. Jawohl. Alles passt, hoffe ich. Okay. Super, Albert, das wird mit Sicherheit, das Wetter macht das sowieso mit, da haben wir wieder Glück gehabt. Und dann hoffe ich, dass es ein super Tag wird. Da bin ich überzeugt davon. Ich glaube auch. Gell? Alles klar. Ja, servus Helmut. Servus Franz. Ich habe mir 160 Kilometer jetzt hab ich Zeit gehabt, mir zu überlegen, was ich sagen soll, wenn ich da reingehe, weil ich ja gewusst habe, das ZDF mit dem Thomas Gottschalk ist auch wieder da. Ne? Und folgendes ist dabei rausgekommen. Vom Wald da draußen komme ich her und bringe euch die neue Mähe. Der Tabakladen Bosch, der kann's. Drum ist jetzt da der Waschensfranz. Bravo! Super! Helmut! Ja, servus Ed, schön, dass du da bist. Du hast heute deinen Bruder mitgenommen, gell? Ja, servus, aber Eri. Gell, super. Wird bestimmt schön heute. Wieder passt ja. Ja, die sind jetzt nicht direkt von mir. Oh, der Bosch hat uns schon wieder ein bisschen was zu rauchen. Oder ist das der Ausschiff, den was du nicht magst? Du müsstest zu mir mal rangehen. Da steht die dreifache Menge umeinander. Ja, der Laden beim Bosch, der füllt sich schon langsam. Achtung, Achtung! Liebe Brüder und Schwestern im Geiste der Pfeife. Ich muss sagen, als ich vor einem Jahr erstmalig da war, bin ich extrem depressiv wieder heimgekommen, weil ich bin richtig neidisch gewesen, wie die alle mit ihren feinen und filigranen Ledertäschchen da angekommen sind. Und ich, wenn ihr euch erinnert, war mit meiner ordinären Holzkiste da. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich das nächste Mal wiederkomme, muss ich auch ein wenig was für die Feinheit und Filigranheit machen und habe jetzt einmal meine Pfeifentaschen mitgebracht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da nicht recht viele andere Pfeifen wie Manger drin sind. So halt, so da ich meine Pfeifen daheim in der Werkstatt sind die. Und da habe ich halt so Boxen. Und da sind meine Pfeifen drin, weil da staubt es natürlich auch, wie ihr seht. Ne? Aber ich bin jetzt wenigstens einmal auch up to date und bin in und kann mit euren Känguru- und Krokodilledertaschen locker mithalten. Super, Dank, Franz! Für die Augen und der Weg ist auch am Platz. Ja. Im Auto habe ich übrigens nochmal zwei so Kästen. Sind die auf Shape-Nummern sortiert? Wenn du mit du weiterhin fratzen darfst, dann suchtest du, du Faumgeier, du Elendige. So, ich bin. Also, Freunde, es freut mich, dass ihr so zahlreich in den Laden seid, gell? Auf das Pfeifen treffen. Und es lautet uns gut gehen. Essen wir gescheit, trinken wir gescheit und machen wir eine Dauri, oder? Ja, oh, jetzt, okay. Ihr zwei seid auch wieder da. Du mit der Frau, da gehe ich jetzt dann auch noch rüber. Und habt ihr es euch zeitlich hingekriegt, dass ihr wieder gekommen seid, oder? Ja. Schmeckt halt auch wieder alles? Wunderbar, wie immer. Super, gell? Danke. Ja. Ja. Jetzt könnte man noch Knödel mit Soße essen. Jetzt gibt es noch Knödel mit Soße. Also, wenn du noch hast, dazu. Schön, dass du wieder da bist, gell? So, und da haben wir die dazugehörige Frau. Jetzt hoffe ich bloß, dass das nicht im Licht geht, weil es ist ein bisschen Achtung. Ja, gell? Ja, noch gut. Ah, schön, dass du wieder da bist. Ja. Gell? Freut mich. Gefällt mir eigentlich immer ganz gut bei euch. Gell? Ja. So eine Frau auf die Bude. Ja, Gott. Einmal im Jahr kann man das über sich ergehen lassen. Einmal im Jahr geht das, gell? Genau. Das alles klar. Gell? Ja, da hoffen wir uns, dass wir uns das nächste Mal wieder sehen. Ja, schauen wir mal. Alles klar. Peterli, schön, dass du wieder da bist. Ja, freut mich auch. Schön, mal wieder sehen. Okay, deine Frau kommt aber noch, die ist ja bei Meckhoff, oder wie? Nein, die ist auch da, die ist glaube ich gerade los. Ah, okay, alles klar. Und bei dir essen ist alles klar. Alles klar. Bestens wie immer. Okay. Du bist glaube ich auch einer der weitesten, der was herfährt, über 300. 250 Kilometer. 250 Kilometer, das ist schon Aufwand, gell? Aber trotzdem, freut mich, dass du wieder da warst, gell? Ja. So, da haben wir jetzt einen neuen, stell dir mal vor. Ja, ich bin der Rainer, komme aus der Nähe von Ingolstadt, bin zum ersten Mal hier.
Obwohl ich mir schon dreimal vorgenommen habe, herzufahren, aber diesmal habe ich es geschafft. Super, freut mich, dass du bist. Ja. Und ich bin froh, dass ich hier bin. Es ist wirklich sehr schön. Und mit Gleichgesinnten auch mal über das Thema zu reden. Und nicht mit irgendwelchen Leuten, die das Rauchen verteufeln. Ja, und einem verderben. Gut gesprochen, gell? Schön, dass du was essen trinken passt, oder? Ja, passt super, ja. Wir haben auch ein neues Gesicht. Stellst du dir aber vor? Ja, ich bin der Michael aus der Nähe von Osnabrück. Ja, Osnabrück ist das nächste Weg. Hier. Nee, nicht der wirklich nächste Weg. Du glaubst, du machst Urlaub gerade, oder? Ich mache halt Urlaub, ja, genau. Und hab's damit verbunden und finde es mal schön, hier auch mal teilnehmen zu können. Super. Super Organisation, super Essen, super Bier, alles klasse. Alles klar. Vielen Dank, gell? Okay. Danke dir. Also, ich bin der Robert, wieder da, das letzte Mal im März. Und ja, Mai, super, wunderbar. Passt mit euch, oder? Essen, trinken, einwandfrei? Einwandfrei. Ja. Super, gell? Freut mich, dass du da bist. Ich bin Sebastian, bin zum ersten Mal da. Ich glaube, ist alles schon gesagt, ist super, passt alles. Ich denke, nicht zum letzten Mal da. Wollte ich gerade sagen, kommst du auf jeden Fall wieder, oder? Ja. Essen gut, Pfeifen gut, lauter Leute, die auch Spaß am Pfeifen haben. Das passt doch. Alles klar, vielen Dank, gell? So, und hier haben wir wahrscheinlich die Pfeifenraucherin, gell? Jawohl. Stell dir mal vor. Ich bin die Sabine, komme aus München, bin zum ersten Mal da, hoffentlich auch nicht zum letzten Mal. Das ist sehr schön hier, Essen super und das Rauchen macht Spaß und auch vor allem drin rauchen mit Gleichgewicht. Hey, das ist noch was Besonderes, gerade in Bayern, gell? Das sieht man ja gar nicht mehr da. Alles gut. Gell? Vielen Dank, dass du da warst und hoffentlich sehen wir uns wieder. So, stell dich mal vor. Servus, ich bin die Steffi, bin zum zweiten Mal dabei. Bin zwar keine Pfeifenraucherin, habe aber trotzdem jedes Mal Spaß hier. Gefällt mir gut, nette Leute, super Essen, super organisiert. Danke, Helmut. Ja, bitte, bitte, dir gefällt ja der Qualm da herinner, gell? So richtig eingeräuchert wirst. Genau. Gell? Schön, dass du da warst. Michael, grüß dich. Ja, servus, ihr Tabak- und Pfeifengenießer hier auf YouTube. YouTube heißt das. YouTube. Ja, schön ist wieder hier, wie immer. Super organisiert, passt. Essen, trinken, alles perfekt. Super, oder? Alles super. Alles klar. Ja. Super, dass du wieder da warst, gell? Ja, freut mich jetzt mal. Erwin, grüß dich. Du bist ja in der Nähe von? Ich weiß auch. Ich bin das erste Mal dabei. Ich muss sagen, super. Wir werden mit Sicherheit wiederkommen. Helmut ist einfach bärig. Hey, du kannst ja sofort Fuße gehen vom Mais, so weit ist er gar nicht, gell? Ja, ja, Moment mal. Das sind immer noch 15 Kilometer. Ja, okay. Nein, aber ich freue, dass du Zeit gehabt hast diesmal, gell? Gerne, gerne. Genieß noch. Gerne. Nicht alter später. Jetzt habe ich ja gemeint, erst der Helmut der Lichter kommt da rein mit seinem schneidigen Schnauzer, oder willst der Helmut? Da geht der Fall noch zwei Monate, gell, oder drei? Aber wird schon, gell. Und wie immer, Highlight in der Pfeifenszene, Helmut sein Pfeifentreff, kann man schon fast zusammen, wenn es der Organisator ist. Ja, ich freue mich riesig, dass du da bist. Der Maß in Afram der Pfeifenszene, sozusagen. Gell. Danke, dass du da organisiert hast. Passt. Highlight. Ja. Super. Ja, und das wird jetzt keiner erraten, wer das ist. Das ist das Bruderherz von Ed. Ja, genau. Überhaupt keine Ähnlichkeit, gell? Viele sagen, der schönere Bruder, wahrscheinlich stimmt es auch. Auf jeden Fall das erste Mal dabei. Da warten wir mal auf die Kommentare. Andere lachen schon, unverschämt. Okay. Ja, komm aus Karlsfeld, bin das erste Mal dabei, mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Tolle Menschen, tolle Gespräche. Vielen Dank für die Einladung. Okay, freut, dass du gekommen bist, gell? Danke. Ja. Tja, lieber Angelo. Hallo Leute. Du bist ja nicht bloß da, du bist auf dem Pfeifen drin. Du hast ja heute noch Geburtstag. Okay? Alles, alles Gute, mein Freund. Was gibt es Schöneres, als mit guten Freunden meinen Geburtstag zu genießen? Ja, gibt nichts Schöneres. Gegessen hast du gut, getrunken hast du. Gegessen haben wir gut, Raucher haben wir gut. Also alles perfekt. Super. Und danke unserem Helmut für die Organisation, dass wir überhaupt das ja, feiern können. Ja, vielleicht gibt es sowas einmal im Passau auch drunten, gell? Eventuell, ja, eventuell. Ja, organisieren wir es, dann sind wir drunten alle. Alles klar. Okay. Dann schauen wir mal, ob dir was zusammengeht. Alles klar. Mach viel Spaß noch, gell? Servus, danke. So, da haben wir wieder einen. Servus. Der Tom, das zweite Mal jetzt dabei. Wieder wunderbar wie beim letzten Mal. Und ja, genau. Beim Tom ist es so, der will sich auch seinen Schnatzer wachsen lassen. Wieder. Ja, richtig, genau. Ja, wir also haben die Challenge zu zweit angenommen. Ein bisschen, ja, schon sehr viel weiter wie ich. Ja, also mit Messen brauchen wir dann nicht anfangen. Ja, schauen wir beim nächsten Treffen, gell? Dann, genau, wir bleiben in Kontakt für die Tipps. Alles klar. Okay. Mal schauen, dass wir beim nächsten Treffen durch dir durchkommen, dass wir im nächsten Treffen Schmerz anstoßen. Alles klar. Da was, gell? Ja.
So, schön, grüß dich. Du hast ja heute dein Weibi dabei, gell? Ja. Hallo, grüß dich. Und passt wieder alles? Ja, wie immer. Alles super organisiert von dir. Essen ist auch immer gut. Freut mich sehr, gell? Ja, also du bist wieder aus Mering, glaube ich, gell? Genau. Ja, okay. Ist ja gleich um die Ecke von hier. Jetzt bin jetzt das dritte Mal dabei und hoffe immer wieder. Immer wieder. Okay. Danke, Scheiße. Lass dir gleich gut gehen, gell? Machen wir. Aber die Ehre, grüß dich. Ganz bärig, ja. Stell dich nochmal vor, weil weißt du, ich kann mir nicht alles her. Ich bin der Peter. Peter. Aus. Ausing. Ja. Du bist ja der, der seine Pfeifen auch selber macht. Ja, das haben wir ja letztes Mal schon vorgestellt. Ja, das ist eine davon. Die habe ich jetzt in den Zeitraum ich die gemacht. Die hat ein bisschen größeres Füllvolumen. Ja, ganz einfach. Ja, Mundstück und Holz bloß reingesteckt. Hast du schon? Ja, aber das ist schon ein bisschen eine Kunst. Das ist die neueste. Ja. Nein, das ist schon ein Künstler, der Peter. Das haben wir letztes Mal schon. Da habe ich noch so eine ähnliche mit einem anderen Mundstück. Das ist die älteste von der Sammlung. Das ist auch die dunkelste. Und dann habe ich noch so eine Schaukläsepipe mit einem kleinen Ölvolumen, Turborke. Also ich sehe schon, er ist schon ein Profi, muss ich echt sagen. Ja, also doch. Nein, ich darf dich einmal anklangen. Ja, bitte. Das ist ein ganz schönes Holz. Schon was in der Hand. Das Holz habe ich übrigens, wir haben uns ja letztes Mal schon unterhalten. Ich habe ja normal mein Holz immer bei Janssen Pfeifen gekauft. Und das habe ich beim Tom Darasch gekauft. Okay. Der verkauft ja auch das Holz. Und das ist von ihm. Und bist du jetzt drin, oder? Ja, sagen wir so, dieses Holz ist super. Okay. Dieses eine Stück, weil da kein Makel, kein gar nichts. Okay, das ist aber auch Glückssache, das weiß man das ja vorher Glückssache. Nicht. Das ist eine Glückssache. Weil im Grunde genommen sind die alle gut. Die kommen ja alle Sardinien, Frankreich, Griechenland. Ja. Peter, bleib dabei, gell? Pfeifenbau, ja, ich vielleicht einmal, wenn ich in der Rente bin, gell? Du hast es noch gut geheilt und war schön, dass du wieder da warst, gell? Ja, ganz bärig war das, danke dir. Franz, alter Zimmerer, jetzt stehen wir da vor deiner riesen Pfeifensammlung. Du sagst aber, du hast noch zwei im Auto draußen. Nicht solche Türme, sondern zwei so Boxen. Zwei so Boxen, okay. Das ist mein gesamtes Inventar. Ich kann nur an die lieben Pfeifenfreunde appellieren, machst es niemals so wie ich. Ich wollte heute protzen, wollte meinen gesamten Bestand zeigen und es ist kräftig in die Hosen gegangen, weil ich habe die Boxen legen müssen am Auto, weil sie hochkant nicht reingegangen sind und jetzt waren alle durcheinander. Ja, aber jetzt haben wir dir mal eine halbe Stunde allein lassen, dann hast du aufgeräumt angeblich und da schauen wir jetzt einmal rein, oder? Das machen wir. Du sagst ein bisschen was dazu, wenn du was sagen willst. Ich will grundsätzlich nie was sagen, das weißt genau, du nicht. Genau, dann frage ich dich. Klappe 1. Okay, jetzt muss ich man mal muss schauen. Man muss dazu sagen, dass es sich hauptsächlich um Mangerpfeifen... Wollte ich gerade sagen, ist ein Manger auch dabei? Ja, einige Mangerpfeifen sind dabei, aber auch unser Freund Angelo Dezifroin. Es sind da zwei Pfauen zum Beispiel, ja, weil die Mangerpfeifen haben ausschließlich Ebonit-Mundstücke und die kann ich nicht auf der Baustelle mitnehmen, weil dann bist du automatisch ein Beißer. Ja, richtig. Und dann haben die Ebonit-Mundstücke halt den Nachteil, weil dann ruckzuck meine Haggerle abgedrückt in den Mundstücken sind. Und deswegen habe ich die Fremdpfeifen sozusagen auch einige. Und mit Kondom willst du nicht rauchen, so wie ich, gell? Nein, ich bin ausschließlich ungeschützt unterwegs. Okay, alles klar. Ja. Ja gut, das erste Fach schaut da schon mal super aus, die Pfeifen da drin, mein lieber Spitz. Nee, da ist auch noch einmal ein Molina zum Beispiel, die ist zwar lackiert, hässlich, aber auch die ist eine Baustellenpfeife, weil sie halt ein Acrylmundstück hat. Okay. Ja. Schub 1, Schub 2. Also wenn wir überall so lang brauchen, dann ja, dann sind wir nicht reichen. Ne, aber ich schaue jetzt mal auch wieder. Ich finde, da ist auch wieder ein Mangel. Genau, Mangel. Ja. Herrlich. Super. Schaut toll aus. Aber wie gesagt,
Die Mangel haben halt den Nachteil, wie der Kollege gerade schon gesagt hat, dass sie halt ruckzuck blass werden. Und da muss man sie halt abfinden. Ja, okay. Oder man ist ständig am Schaben mit dem Scheiner oder sonstiges. Oder Poliermaschine. Ja gut, dafür ist er preislich. Aber mich stört das Blasse nicht, das Matte. Deswegen verkrampfe ich mich da nicht. So. Und das ist zum Beispiel das System, wenn ich jetzt daheim eine Pfeife da raus tue, damit ich es nicht umfällt daheim, habe ich so Klötzli, die tue ich da rein und dann fällt da nichts um. Ja, super. Ne? Das ist meine Lieblingspfeife, ausnahmsweise mal ein Manger. Ja, also diesmal ist ein Manger. Ja. Ne? Das ist mein absoluter Favorit von all den Mengen an Mangerpfeifen. Super. Die ist natürlich auch für die Baustelle nicht geeignet, weil dann hast du einen Unterkieferbruch. Ja, das stimmt, da hast du recht. Also alle seine Pfeifen sind top gepflegt, muss ich sagen. Also, boah, ja. Ja, weil ich halt ein Cake-Hasser bin. Und wenn man da reinrang, das ist arschglatt. Ja, das stimmt. Und das erreichst du aber nur, da musst du auch ab und zu mal schleifen. Ich habe da so Rundstäbe, dadurch Schleifpapier rum. Aha. Und dann riem ich die nicht, sondern ich schleife sie aus. Okay. Dass da mal was weißt. Ja, das ist natürlich, ich lerne jetzt, okay, das ist ja, in der Schule kannst du nicht so viel lernen. Da haben wir mal einen Schub mit ausschließlich Mangerpfeifen. Also da sind jetzt einmal nur Mangerpfeifen drin. Ja. Aber eine schöne wie die andere, muss ich echt sagen, und gepflegt. Er macht halt viel mit Naturborge, das sieht man. Ja, sowas gefällt mir. Und mir gefällt es auch, weil da hast du natürlich den Vorteil, dass du diese Kopfränder, das Problem mit dem Angler auf einer Kopfrand nicht hast. Ja. Das siehst du nicht. Man sieht es nicht, richtig. Zum Reinigen schwierig natürlich wieder. Ja, Zahnbürstle ist angesagt. Ja, genau, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Was in dem Schub so. Das sind ja Mangerpfeifen. Wahnsinn, ja. Mangerpfeifen. Aber nicht nur eine schöne faue Lesepfeife. Okay. Liest du auch, ja? Zeitung, oder? Ich lese ausschließlich am Computer. Aber auch das ist Lesen. Ja. Ne? Wunderbar. Ausreichend Holz rum? Ja, die kann nicht heiß werden. Wird mit Durchbrennen schwierig. Super. Ja, schon langsam kommen wir mit den Schiebern schon durch. Naturborge unten auch nicht schlecht, aber alles halt in einer ausreichenden Größe. Ja, das ist man muss ein wenig Hände. Ja, man muss was in der Hand haben. Aber ich mag solche Pfeifen mehr. Da haben wir mal wieder Mangerpfeifen. Und zwar nichts anderes. Ja. Da ist keine andere dabei. Besonderheit, Naturhorn, Mundstück. Die kann man also auch wieder auf der Baustelle rauchen, weil ja das Naturhorn. Ist nicht so schwer, oder? Die hat einen super Schwerpunkt, weil sie kurz ist. Ah ja, doch. Die als Hänger und Beißer einwandfrei. Super. Sehr schön. So. Kommt der da mit dem Hubwagenreihe, hätte ich schon beinahe gesagt. Ja, mit dem Sackkarren. Sackkarren nennt man das. Und bringt seine Pfeifen rein. Ja, wie gesagt, ich wollte halt auch einmal mitspielen im großen Spiel der filigranen Pfeifentäschchen. Liebe Spitze. Ne? Habe ich aber teuer bezahlt, weil alles durcheinander war. Auch ein Herr Anton Manger macht eine Mooreichenpfeife, hell gehalten, sehr, sehr dünnwandig. Ja, man sieht es dünnwandig, Gott sei Dank. Das ist auch eine Besonderheit von ihm, er macht Links- und Rechtshänderpfeifen. Das ist jetzt ein Rechtshänder, wenn man die in der Hand hält und hält aus seinen Daumen rein. Ja, da merkt man richtig, wie die Pfeifen hält man so rum. Ja, das ist schon klar. Ich bin jetzt auch aber rechts meine Kamera. Ja, weißt du, wie der ZDF spielen will. Ja, klar. Deine Schätze haben will. Schau mal da. Das sind jetzt wieder. Da gibt es jetzt ausnahmsweise mal nichts anderes wie Mangerpfeifen. Wie Manger, okay, Mangerpfeifen. Auch ganz cool. Brauchst du einen Waffenschein?
Weil okay. Da kannst du dann umbringen mit. Das ist ja der Wahnsinn. Aber schön. Ich habe es eigentlich immer nur bloß von eBay kennen und so, habe mich nie so befasst damit, aber seit ich die kenne jetzt, also es ist gigantisch, was der für schöne Pfeifen hat. Seitdem du mich kennst, kennst du einen anderen. Genau, er kennt ihn schon vorher, aber jetzt kenne ich ihn besser. Und ich weise noch ausdrücklich einmal darauf hin, dass ich keine Provision von dem Mann kriege. Ja. Da wird sich der auch. Kann man sich fast schlecht vorstellen, aber wenn es du sagst, haben wir die schon gehabt? Ja, das sind ja die Manger. Das sind ja jetzt Manger. Jetzt kommen wir mal Mangerpfeifen. Sehr filigranes Stück. Wahnsinn, das ist ja ein Gerät. Die kommt ja fast an die Klaus Rossmann hier, die was ich da habe. Nee, nee, ich vergleiche die, wenn jetzt unser geliebter Vogi da wäre. Ja, oder mit der dicken Bertha. Die dicke Bertha, würde ich sagen. Ja, da brauchst du auch mal den Schleifer, damit du dir mal einen Hals hängen kannst, gell? Ich weigere mich bloß, dass ich da ein Loch durchbohre für die Schleifen, weil sonst habe ich Nebenluft. Tut sich nicht so gut beim Pfeifenraum. Irre. Einer meiner, zweite Lieblingspfeife hatte ich letztes Jahr dabei. Das ist schon ein Mordsklopfen, mein lieber Spitz. Aber die ist eigentlich relativ leicht. Weil es viel Holz hat, aber die ist relativ leicht. Ja. Kann sogar ein Backstein-Verbindungsmonteur locker tragen. Okay. Ohne Gabelstapler-Einsatz. Ja. Mit Backstein-Verbindungsmonteur meint er übrigens nicht, gell, falls jemand das nicht kennt. Ja, danke für die Erklärung. Auch Big Eggs kann er machen. Weiß man so, ne? Big Eggs. Big Eggs. Ja, ja, genau. Kann er auch. Auch das da ist noch ein ganz schöner Brocken. Das ist auch ein ganz schöner Klopfer, ja, mein lieber Spitz. Wenn es ein Franz was gut da wollt, dann müsst ihr ja mal Manger kriegen. Auch wieder so eine Art Pfeife, Rechtshänderpfeife, ja. In glatt. Herrlich. In glatt und in matt. Ja, was kommt denn da? Was haben wir denn da jetzt? Vorletzte Sparte aus meinem filigranen Känguru-Pfeifentäschchen. Vorletzte Sparte. Das sind Mangerpfeifen, glaube ich, gell? Ja. Ich glaube, da haben wir jetzt einmal Mangerpfeifen. Ja, gemeint, da sind Dias drin. Ich meine, Franz, du sagst uns jetzt noch eine Dia-Reise. Ich will darauf hinweisen, dass die bitte jetzt nicht verlost werden, gell? Das ist mein Eigentum. Verlos bitte dein Schrott da irgendwas, willst aber nicht mein Pfeifen. Willst du nicht gerade nachgehen? Nein, ich bin gerade in einem Interview. ZDF Thomas Gottschalk steht vor also, mir. Ja, genau. Übrigens muss ich schnell mal was loswerden. Liebe, liebe Grüße an meinen Freund Renatli in die Schweiz. Ja, da freut er sich auch. Der ist mir heute schon abgegangen. Der ist heute verhindert. Ja, du fehlst. Der hat immer einen Sonnenschein mit in den Bitte komm so schnell wie möglich zurück. Ich fühle mich heute sehr alleine. Die sind alle sehr böse zu mir. Helf mir bitte, Renatli. Grüezi in die Schweiz, servus. So, da machen wir weiter mit den Mangerpfeifen, oder? Jetzt haben wir mal Mangerpfeifen. Sehr filigran, schaut aus wie, da ist die Kamera, wie ein Felsbrocken. Aber schaut gut aus, sehr gut. Und da sind jetzt Mangerpfeifen drin. Ah, das, sind die mit, das ist der Schub mit den Mangerpfeifen? Ja. Ja, okay. Das haben wir jetzt bis zum Schluss aufgehoben. Das, jawohl. Und da ist einer meiner kleinsten Pfeifen, die ich besitze. Okay. Ja, die kannst du nur mit dem Autokran rauchen. Ja, das glaube ich. Mensch, Leute, ich habe jetzt so viele Mangerpfeifen singen, ich kann keine Mangerpfeifen mehr singen. Du. Ja. Wahnsinn, aber wirklich ganz, ganz tolle Stücke. Das ist ja auch was Besonderes. Da könnte man ein Schleifchen durchmachen. Ja, genau. Und auf Wogi-Art und Weise hinhängen. Super. Ne? Riesenfischvolumen, kannst einen Pfleg, wenn du da rein hast, musst einen Tag Urlaub nehmen. Ja, das kann man vorstellen, jede ganze Dosen rein. Franz, so. Vielen Dank fürs Zeigen. Gell? Das war's. Und liebe außerdem einmal froh, dass du auch wieder gekommen bist, gell? Dass du uns beehrt hast mit deinen Mangerpfeifen. Ja. Ich habe jetzt ein Jahr war ich abstinent. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, dass ich im März auslassen habe müssen. Aber ab und zu muss ich noch was arbeiten. Ja, ja, das ist ja klar. Und jetzt du hast das nicht so schön wie mir, gell? Nein.
Ja, das Leben ist manchmal ein Bloch. Damit man sich das alles leisten kann, muss ich halt was arbeiten. Von nichts kommt nichts. Oder wer sagt man so schön? So schaut's aus. Alles klar, vielen Dank, Franz, fürs Zeigen. Gell? Servus. Weg los. Ja, darf ich kurz um Aufmerksamkeit bitten? Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Aber da war der Helm noch nicht so weit. Vielen Dank für euer Kommen heute zu diesem tollen Tag wieder. Vielen Dank für eure Einkäufe bei uns. Ich hoffe, es hat euch bei uns im Laden gefallen. Und dann bei der Gelegenheit auch gleich ein Danke an Helmut, der das wieder super organisiert hat, nehme ich an. Mit Essen und den Getränken, glaube ich, sei es auch zufrieden gewesen. Super! Dann darf ich bei der Sektfunk Köln fürs Produkt bedanken. Ja, und wir kommen jetzt wieder zu einer Losung. Diesmal gibt es zu gewinnen einen Original Bugatti Geldbeutel. Und nachdem wir ja einen Geldbeutel hier ohne Geld verschenken, gibt es noch einen Einkaufsgutschein von uns dazu. Ist auch online einlösbar oder beim nächsten Mal, wenn es wieder bei uns heißt, natürlich auch. So, es hat jeder von euch Karten gekriegt. Ich nicht. Ich habe die gleichen Gegenstücke hier, die ist vorher vom Notar überprüft worden. Der Notar bin ich. Das vermische jetzt einfach durch. Wer das passende Pärchen dann hat, gewinnt diesen Preis. Jetzt warten wir bloß noch auf die Gabi, weil die ist ja nicht nächstes Jahr unsere Glücksfee. Oder ich gehe einfach zu dir. Volle Kamera. Macht da so einen schönen Fächer. Jetzt bin ich natürlich nicht mehr im Pudel. Warte, doch, doch. Genau, jetzt bin ich wieder da. Gabi, du darfst bitte eine Karte ziehen. Aber die richtige bitte. Die richtige, auf alle Fälle. Ach, ich bin nicht schlecht. Ich bin unbestechlich. Was? Oh, 8. War andere 8. Eine 8 haben wir schon mal. Sind bloß 4 Gewinner möglich. Ach, das muss auch noch dieselbe Farbe sein. Jetzt muss es dieselbe Farbe sein. Das ist doch beschiss, ist doch nicht, Mensch, du. Jedes Mal. Ich habe ein Glas 10er, gut, der nicht. Nein, das ist leider 2 zu viel. Glas 8er. 1 und 7. 9. Ja, wir haben niemand. Das gibt's gar nicht. Hast du noch ausgedrückt? Das kann eigentlich fast nicht sein. Das Problem hat er jedes Mal, ist mir aufgefallen. Das haben wir letztes Jahr auch schon gehabt. Was hast du noch? Du hast einen Zehner ausgetappt. Ich habe einen Zehner. Gewinner. Ah, da hinten. Ja, es ist ja nicht zu fassen. Wenn der nicht letztes Jahr auch schon gewonnen hat. Der Dauergewinner hat letztes Mal auch schon gewonnen. Ihr sprecht euch doch ab, das gibt's doch nicht. Ich kann nichts dafür. Wahlwiederholung. Manipulation, Korruption, alles. Das so viel Massen, was wir haben. Bitteschön. Peter, wie machst denn du das? Weiß ich auch wieder. Richtig hart zu holen. So viel Glück muss man haben. Ja, sensationell. Hast du übrigens den Pfeifenstock? Die Schwaben, mehr Glück, mehr Verstand. Anstatt, dass ich den kurzen Schädel habe. Ich habe ja auch schon. Hoffentlich hast du nächstes Mal den Gepard dabei. Renatli, die haben schon wieder betrogen. Also dann wünsche ich euch einen schönen Tag hier im Köpingheim, dann später einen guten Nachhauseweg, hier natürlich noch viele schöne Tage hier in Bayern bei uns. Dankeschön. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank, Klaus. Bis zum Mal. Schiebung! Schalten, jetzt bringt nichts. Franz, was hast du für ein Problem? Zweimal war ich da, zweimal ist betrogen worden, immer gewinnt dasselbe und immer ist er Schwab. Also bin jetzt so mit dir nochmal, du musst einmal ein bisschen berichten, wie du eigentlich zum Pfeifenraucher gekommen bist. Zieht mir nicht so oft, dass Frauen Pfeifen rauchen. Ja, also bei mir war es so, ich habe sehr lange Zigaretten geraucht, immer mal wieder aufgehört, mal wieder angefangen, wieder aufgehört. Und das Zigarettenrauchen ist ja nicht so wahnsinnig gesund, sagt man. Und das ist so das eine. Und das andere ist, mein Onkel war Pfeifenraucher. Mein Onkel hat über Jahrzehnte geraucht. Er lebt leider nicht mehr, war aber ein sehr passionierter Pfeifenraucher. Der hatte mindestens auch 200 Pfeifen. Und in meiner Kindheit
Kindheit schon, ab da war für mich der Geruch von Pfeifenrauch was wahnsinnig Angenehmes. Und dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt versuche ich mal, wie geht es denn, wenn ich das Zigarettenrauchen einfach ersetze durchs Pfeifenrauchen. Und das hat was sehr Gemütliches. Ich rauche seit 2 Jahren Pfeife. Nicht so häufig, also jetzt nicht täglich, aber schon so 2-3 in der Woche. Du bist praktisch der Genussraucher, der reine Genussraucher. Bin Genussraucher. Nicht so wie ich, Suchtraucher oder wie auch immer. Bin Genussraucher, aber empfinde das auch wirklich immer als wahnsinnig gemütlich. Da sitzt man halt eine Stunde abends da und raucht eine Pfeife. Das ist viel schöner, als wenn man eine Zigarette an der Straßenecke rauchen muss. Und, das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Und so hast du keine Probleme nicht mit der Öffentlichkeit, dass die sagen, Frau raucht Pfeife, oder? Nee, aber es wird manchmal schon auch bemerkt. Also okay. Wenn ich in München im Biergarten sitze und eine Pfeife rauche, dann ist es schon so, dass die Leute von den Nebentischen schauen, weil es so viele Pfeifenrauchende Frauen gibt es dann wahrscheinlich doch nicht. Also ich kenne tatsächlich keine. Freut mich und vor allen Dingen, wenn wir mehrere werden. Gell? Also ja. Ich sag, wenn du Freundinnen hast, die Pfeifen rauchen, geh immer mitbringen zu einem Pfeifen. Ich versuche, dass die Steffi, die Frau von Robert, der auch heute hier ist, die Steffi ist auch hier, dass die Steffi vielleicht auch einfach mal umsteigt auf Zigarette. Ach, mal, auf Pfeife. Zigaretten raucht sie schon, aber sag mir, das wär's. Alles klar, Sabine. Vielen Dank nochmal. Gell? Sehr gerne. Ja. Da wird's doch nicht dauern, wir besenden nichts. Ja, heute kannst du nicht so warm machen, Penis. Das muss man nicht nochmal sagen. Aber schön war's. Also viel Frau, fragen wir heute mal die Frauwirtschaft, wenn müssen wir heute halt haben gehen? Ah, oh, wir können da bleiben bis wär das Montag. Wäre das vor einem Jahr auch so gewesen? Ja. Weiß ich nicht. Ich denke jetzt schon, warum? Dann liegt es nicht an ihr, dann liegt es an dir. Du hast mich dann ausgeschmissen und hast gesagt. und hast gesagt. Oder es auf mich schon, gell? Ja, oder es auf mich schon. Ich habe gesagt, die arme Witzleute, wo das hört sich doch gut an, oder? Denk halt einmal an die Arme, ja. Ich denen schon seit Herrgott's Frech, denen die in der Kiegen und denen die anderthalb Schweinsbraten brutzeln und das eine Schnitzel da, was einer bestellt hat. Okay? Und ja, das, ja, aber das hört sich gut an. So hat er gelogen. Ja. Das sowas ist nie gelogen. Und dann bin ich. Sowas ist ja nie gelogen. Und dann habe ich heimgehen müssen, obwohl ich irrsinnige Kilometer fahren muss. Wahrscheinlich warst du auf Nacht um 11 oder so, oder? Nein, um 2:30 am Nachmittag. Ja, und wenn wir dann schlüsseln, dann wir spielen dann zu. Drei Nachmittag. Da habe ich höchstens 12 Weiß bekommen. Das kann nicht sein. Leider. Cappuccino? Cappuccino? So, aber früher sind wir auch noch nicht so bald gegangen. Oder? Oder? Drei. Ehrlich, wo? Das ist seit Zeit. Dann müssen wir wahrscheinlich schlafen. Wo heißt das Nona? Was sagst du? Nona heißt das bei uns. Die blaue Stunde, Mutterschlafen. Okay. Kinder ja nicht. Wahrscheinlich entschuldigt das da damit, dass er sagt, ich muss haben und nur Video schneiden. Ja, klar. Ja, bis jetzt war das Video immer am gleichen Tag dann drin, gell? Das muss man auch sagen. Also. Ja, darum? Das ist, wenn ich den nicht ausgeschmissen hätte, wäre es heute noch nicht und drin. Und drum sage ich, heute bleibst hocken und das Video kommt morgen rein. Da haben wir noch keine Zeit. Dann kannst du schlafen. Dann muss ich jetzt in der Früh zum Frühschoppen. Ja. Dann muss ich Mittag essen, dann muss ich Mittagsschlaf machen. Ja. Dann muss ich Kaffee trinken. Irgendwo muss man dann muss ich zum Gärtner shoppen. Da komme ich wieder warm, dann bedauere ich dich. Da muss ich mal gehen haben und dann muss ich auch, ich muss ja wieder ins Bett. Ich hätte dein beschissener Leben bedauern. Ja. Ja. Franz, gehst du schon? Nein, ich umarme den so. Also ich liebe euch gerade, Das möchtest du gern, dass ich jetzt schon haben gehe. Am 18. Da lobt sie euch jetzt so raus. Ja, nein, er hat mitgekriegt, dass ich Geburtstag habe. Ach so. An heute? Ja. Und? Ja, dann müssen wir sehen. Zum Geburtstag viel Glück. La, la, la. Zum Geburtstag viel Glück. La, la, la. Zum Geburtstag, lieber Angelo. Zum Geburtstag viel Glück. Alles Gute. Super, danke. Super. Hervorragend. Das war der Sitzbisband, oder? Ja. Hälfte. Okay. 36. Hätten wir das auch nicht gesehen. Also.